Ja, liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, leider sind wir in diesem Jahr anders aufgestellt als in all den Jahren zuvor. Das bedeutet, durch Corona dürfen wir in diesem Jahr leider keine Sportabzeichen-Ehrungen vor Ort durchführen, was uns sehr, sehr leid tut. Und ich glaube, Ihnen als Ableger und Abnehmer des Sportabzeichens ebenso. Wir wissen alle, dass es keine leichte Situation für uns Vereine ist. Aber trotz alledem werden wir unsere Ehrung wie gewohnt nachholen, wenn wir alle wieder gemeinsam feiern dürfen und Ehrungen durchführen dürfen. Ich gratuliere Ihnen natürlich allen, den Vereinen, den Abnehmern, den Schulen für die Abnahmen 2019. Und wir haben festgestellt, dass wir mit 22.500 Sportabzeichen auch in 2019 eine gute Position einnehmen werden. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass auch das Jahr 2019 wieder sehr erfolgreich für den Sportbund und für Sie alle vor Ort war. Wir haben 117 Vereine gehabt, die sich an Sportabzeichenaktionen beteiligt haben. Und wir haben 132 Schulen gehabt, die ebenfalls die Abnahmen durchgeführt haben. Auch nochmal ein herzliches Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die das abgelegt und abgenommen haben. Wir alle wissen, es ist trotz EDV-Unterstützung alles nicht so einfach, steckt viel Arbeit drin. Und wir möchten auch nicht versäumen, uns bei den Sparkassen ganz besonders zu bedanken. Und ich nenne nur zwei Beispiele, Mayen, Trier und Altenkirchen. Das waren im Übrigen drei Beispiele, die uns mit Fördergeldern unterstützen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil das kommt den Kindern und Jugendlichen zugute. Alle Leistungen sind es wert, geehrt zu werden, ob das Bronze, Silber oder Gold ist. Und wir sind sehr stolz, dass wir auch eine Grundschule dabei haben diesmal, die das erste Mal an dieser Verleihung teilgenommen hat und bei 80 Schülern und Schülerinnen 100% an Sportabzeichen abgelegt hat. Ich glaube, das ist eine ganz besondere Leistung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wir haben auch Vereine dabei, die das erste Mal dabei sind. Aber ich glaube, ganz besonders sollte man erwähnen, dass wir diesmal 9 Sportabzeichen-Ableger haben mit der Zahl 50. Das bedeutet, dass unsere Seniorinnen und Senioren auch weiterhin fit bleiben. Zweimal abgelegt mit der Zahl 55. Einmal wird das Sportabzeichen mit der Zahl 67 verliehen an Walter Knapp vom TuS Ahrweiler. Ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes, wenn man sich vorstellt, wie alt man damit werden kann und wie fit man bleiben kann durch Sport. Die Ehrungen werden wir so schnell wie möglich nachholen. Wenn ich Ihnen das verspreche, können Sie sich darauf verlassen. Das werden wir auch tun. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, nicht nur für mich, sondern für Sie als Vereins- und Schulvertreter und für mein Team aus dem Haus des Sportbundes, wenn wir uns dann tatsächlich wiedersehen dürfen und im kleinen Rahmen die Ehrungen durchführen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Mut in der Pandemie und dass vor allem Ihre Mitglieder Ihren Vereinen treu bleiben und Ihnen die Stange halten und dass wir uns bald wieder beim normalen Sporttreiben wiedersehen können. Dankeschön.